Die Kamerafrau sagt, ich soll lächeln. Hallo und Weidmanns Heil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hans Cook and Grill. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich natürlich besonders darüber, dass ich jetzt 1700 Abonnenten habe. Ja, ich habe 1700 Menschen, die diesem Kanal folgen und mein letztes Video ist bei euch super gut angekommen, darüber freue ich mich total. Und 20.000 haben das Video gesehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch alle ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben gebt und einen freundlichen Kommentar auf meinem Kanal da lasst. Was machen wir jetzt zu diesen 1700 Abonnenten? Wir machen nichts Besonderes. Wir machen das, was wir immer machen. Alltagsküche mit Wild. Und ich habe hier für euch eine Rebkeule mitgebracht. Und die schmoren wir ganz klassisch in einem Schmoransatz. Und zwar bestehend aus Karotten, Sellerie, Zwiebeln, ein paar Kräutern, hier Rosmarin, Thymian, ein bisschen Knoblauch, dann haben wir gehackte Tomaten, dann haben wir hier Tomatenmark, ein bisschen Öl zum Anbraten, selbstgemachten Wildfond, Rotwein und ein Wildgewürz, da könnt ihr das nehmen, was euch schmeckt. Ihr könnt das selber mischen, selber kaufen, ja, wie ihr das auch immer machen wollt. Ja, außerdem brauchen wir einen Schmortopf und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video, bei dieser Folge und wir legen jetzt einfach mal los. Das Gemüse, das bereiten wir als allererstes vor, das Röstgemüse, und das machen wir ganz einfach. Wir schneiden das, so wie es jetzt ist, mit allem drum und dran, in kleine Würfel. Und das funktioniert so. Das Gemüse haben wir jetzt in Stücke geschnitten, die wir hinterher im Topf anrösten. Und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, da ist ja noch die Schale dran. Hier bei den Möhren ist auch noch die Schale dran. Und da ist hier noch was Grünes dran. Das ist völlig egal, weil das gibt hinterher den Geschmack in die Soße. Und da wir das Gemüse hinterher mit der Soße durchpassieren bzw. abschütten, ist das egal, wenn da noch ein bisschen was Grünes oder Schale dran ist. Auch die Zwiebeln haben hier die Schale. Ne? Das macht hinterher einen richtig guten Geschmack. Ihr solltet natürlich zusehen, dass da keine Erde mehr dran ist. Ja, die muss natürlich vorher runter, weil sonst knirscht es zwischen den Zähnen. So, und das hier stellen wir jetzt hier zur Seite und jetzt geht es an unsere Rebkeule. Und jetzt bleibt das auch direkt hier neben stehen, weil die Rebkeule, die müssen wir jetzt einfach ein bisschen vorbereiten. Und das, was dabei an Abschnitten anfällt, das schmeißen wir natürlich nicht weg, sondern das kommt in die Soße rein. So, jetzt kommt mal her. Also, was sollt ihr runter? Was auf jeden Fall runter muss? Bei der Rebkeule sind die Häute, die ziehen wir jetzt hier schön runter. Das ist übrigens auch bei allen anderen Fleischsorten wichtig, also immer Häute runter, zumindest so, dass was an groben Häuten da ist, weil die Häute haben folgende Eigenschaft, die umschließen letztendlich den Muskel, diese Muskelhäute, und wenn ich das jetzt in den Topf reinschmeiße und dann anbrate, dann ziehen die sich so zusammen. Und dann ist das im Prinzip so, dass das der ganze Saft aus dem Fleisch rausgedrückt wird während des Garprozesses. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen nehmen wir jetzt so das Grobe an den Häuten hier runter. Drehen die Rebkeule einmal um. Hier hat der Jäger sauber gearbeitet beim Zerwirken. Ihr seht, hier ist alles schön sauber. Hier ist noch ein bisschen was Rotes, das ist aber auch nicht schlimm. So. Hier ist noch ein bisschen Haut, das nehmen wir runter. Das wird nicht weggeworfen, kommt man hier rein. Jetzt haben wir die Rebkeule fertig vorbereitet und jetzt wird die einfach erstmal nur gesalzen. Nicht erschrecken, das ist halt Salz. Das ist ja auch ein großes Stück Fleisch. Und wie gesagt, mit Salz braucht man nicht sparsam umgehen. Wir wollen hier hinterher eine schöne kräftige Soße haben. Jetzt habe ich noch was vergessen, Thema Knochen. Wenn ihr zu eurem Jäger geht, dann bekommt ihr meistens noch den Knochen mit dazu. Dem könnt ihr einfach Bescheid sagen, ich will den Knochen raus haben. Wir lassen den Knochen drin, weil erstens gibt er Geschmack und zweitens bei dieser Größe von Rebkeule lohnt es sich gar nicht, den Knochen rauszuparieren. Wenn ihr eine größere Keule habt, dann kann man den Knochen rausmachen, das von innen würzen. Aber wie gesagt, das ist so eine Rebkeule für 2 bis 4 Personen, je nachdem wie viel Beilage es dazu gibt. Ja, das wird hinterher ein bisschen kleiner sein, wenn es aus dem Topf rauskommt. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich habe hier einen Topf. Der muss auch in dem Fall gar nicht groß sein. Das ist halt eine kleine Keule.
Und jetzt nehmen wir die Rehkeule und sorgen dafür, dass es schön heiß ist. Man hört das schon, ja. Man muss das jetzt richtig scharf anbraten. Von beiden Seiten, aber es soll nicht schwarz werden. Die Rehkeule hat jetzt sich von der einen Seite an eine Farbe genommen. Jetzt guckt euch das mal an. Das hat nur ein paar Minuten gedauert. Jetzt drehen wir die einmal. Und das war es schon. Ja, jetzt geht es gleich weiter mit dem Soßenansatz. Und da sehen wir uns sofort wieder. Jetzt nehmen wir die Rehkeule raus. Legen sie auf den Teller. Und ihr erkennt gutes Fleisch daran, dass beim Braten keine Flüssigkeit austritt. Ja, dann habt ihr perfektes Fleisch. Beim Wild ist das meistens zu 100% der Fall. Und jetzt nehme ich mein Röstgemüse und gebe das in den Topf rein. So, dann gebe ich direkt ein bisschen Salz da drauf. Jetzt rühre das erstmal um. Und ihr seht jetzt, hier unten auf dem Grund, da ist es schon richtig dunkel geworden. Aber das reicht uns nicht. Hier sieht man das schön. Das Gemüse hat richtig Farbe genommen. Und jetzt einfach ein bisschen wenden und wieder so 2-3 Minuten stehen lassen. Jetzt seht ihr hier unten schön, da haben sich so richtig, ja, so ein richtiger Belag am Topfboden gebildet. Jetzt kratzen wir das so ein bisschen zur Seite. Und jetzt kommt unser Tomatenmark da rein. Ja, so gut 2 Esslöffel. Und das wird jetzt auch noch mal ein bisschen damit angeröstet. Das darf auch ruhig ein bisschen Farbe nehmen. Und jetzt unterstützen wir den Prozess noch ein bisschen. Erstmal mit Tomaten, mit gehackten Tomaten. Die geben wir jetzt als Flüssigkeit da rein, dass sich dieser Bratensatz vom Topfboden löst. Immer so nach und nach. Und jetzt sieht man das. Der Bratensatz löst sich jetzt hier unten langsam. Aber das reicht uns noch nicht. Den Prozess wiederholen wir jetzt, bis wir unsere Dose mit den gehackten Tomaten vollständig verbraucht haben. Das habe ich jetzt ganz oft wiederholt und jetzt seht ihr, dass hier unten sich wieder so ein Ansatz bildet. Ja, das heißt, dass die gehackten Tomaten sind jetzt vollständig verkocht und es bildet sich unten wieder so ein dunkler Bratenansatz. Und das ist gewollt so und das Ganze lösche ich jetzt ab mit Rotwein und sorge dafür, dass sich dieser Bratensatz wieder unten vom Topf löst. Wenn das Ganze zu so einem dickflüssigen Sirup verkocht ist und ich unten wirklich fast meinen ganzen Bratenansatz gelöst habe, dann ist die Soße soweit vorbereitet oder der Bratenansatz. Und jetzt gebe ich meine Rehkeule oder mein Fleischstück wieder hier rein, sodass das Ganze von dem Gemüse umschlossen wird, von dem Röstgemüse. Und das fülle ich jetzt auf mit Fond, in dem Fall hier Wildfond. Und na, so ganz passt es nicht. Aber da kann ich dann noch ein bisschen Wasser reingeben oder weiteren Wildfond, wenn ich habe. Ja, das ist überhaupt kein Problem, auch wenn da ein bisschen Wasser reinkommt, weil hinterher reduzieren wir die Soße ein. Und das Ganze bleibt dann jetzt für 1,5 bis 2 Stunden, je nach Fleischqualität, bei ganz niedriger Hitze, so bei Stufe 5 oder 6, leicht köchelnd auf dem Herd stehen. Ihr könnt das Ganze auch in den Backofen bei 150 Grad reinschieben. Überhaupt kein Problem, das kann ich super vorbereiten. Das Schöne ist, wenn es mal 10 Minuten länger drin ist, ist das kein Weltuntergang. Das Fleisch wird dann immer perfekt. Und jetzt sehen wir uns am Sonntag beim Anrichten wieder, weil das ist schon mal unser Sonntagsessen. Und ja, dazu gibt es wahrscheinlich Knödel, Rotkohl, irgendein Klassiker. Das wird auf jeden Fall super lecker. Der Vollständigkeit halber, das macht ihr natürlich mit einem geschlossenen Deckel. Im Eifer des Gefechts vergisst man manchmal, Kräuter hinzuzufügen. Und zwar kommt hier rein Rosmarin, Thymian, das kocht einfach so mit. Und eine gute Portion von unserem Wildgewürz. Wie gesagt, ihr könnt auch so ganz klassisch Lorbeer, Wacholder nehmen. Das ist alles hier drin. Hier ist auch ein bisschen Rosmarin, Oregano, Anis und Zimt drin. Die Wildgewürze sind da sehr unterschiedlich, also nur ein kleines bisschen. Das ist sehr aromatisch und da ist auch direkt ein bisschen Salz drin, das kocht mit. Und ja,
Das gibt ein super Aroma, klassisch zum Wild. Ihr müsst aber auch diese Gewürze da nicht reintun. Es schmeckt auch so, wie wir es jetzt zubereitet haben. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Das Ganze hat jetzt nicht länger gedauert als 15 Minuten mit den Vorbereitungen. Wie gesagt, das Gemüse einfach runterschneiden, gar nicht groß putzen, damit rein, das wird hinterher eh rausgesiebt, das Fleisch anbraten und ihr habt binnen der kürzester Zeit ein super vorbereitetes Menü für Weihnachten oder einfach mal für einen gepflegten Samstagabend. Und wie es dann weitergeht, das verrate ich euch nachher. Der Tag ist nun gekommen und wir wollen unsere Rehkeule zubereiten. Und jetzt guckt mal hier in den Topf rein. Die war jetzt im Kühlschrank. Ja, das könnt ihr auch so vorbereitet einfrieren. Ich nehme jetzt mal die Rehkeule ganz vorsichtig hier raus. So, das geht jetzt auf dem Brett. Und der Vorteil ist jetzt, dass das Fleisch schön fest ist. Man kann das jetzt also nach der Schmorzeit einfach mit den Händen nehmen, in die einzelnen Teilstücke der Keule zerlegen. Und das löst sich wunderbar einfach jetzt vom Knochen ab. Man braucht also gar keinen großen Aufwand betreiben. So. Das war's schon. Den Knochen legen wir zur Seite. Und jetzt nehme ich mir ein scharfes Messer und schneide mir ganz vorsichtig dünne oder so gute Scheiben darunter. Das Problem ist, wenn ihr das jetzt im warmen Zustand macht, dann zerfällt die Keule relativ leicht. Das Fleisch ist jetzt kalt, dann gebe ich das hier in so eine Schüssel rein, auch hier diese Abschnitte. Und das ist jetzt, wie gesagt, butterzart. Und ich kann das jetzt ganz einfach in Scheiben schneiden. Das Fleisch ist jetzt in schöne Stücke geschnitten. Das stellen wir hier, kann man warm stellen. Stellen wir es erstmal beiseite. Und jetzt kümmern wir uns um die Soße. Wir wollen eine ganz feine, schöne Bratensoße haben. Und dazu gebe ich jetzt meinen Schmoransatz einmal hier durch, vorsichtig durch ein Sieb. Und das mache ich im kalten Zustand, damit auch so feine Fettteilchen möglichst da gut rauskommen. Und die Soße, die koche ich jetzt gleich nochmal richtig schön ein, dass wir eine ganz kräftige Soße bekommen zu unserem Fleisch. Und dann sehen wir uns gleich beim Anrichten wieder. Die Soße, also den Bratensaft, haben wir jetzt gut, eine gute halbe Stunde einkochen lassen. Und ihr seht, das ist um die Hälfte einreduziert. Ich habe die jetzt ganz leicht nur angedickt mit ein bisschen Speisestärke. Jetzt kommt da ein bisschen fein geschnittener Thymian rein. Das gibt nochmal ein ganz kräftiges Aroma. Und zu Wild passt auch immer eine leichte Süße. Und da gebe ich jetzt ein paar Backpflaumen rein. Die ziehen so ein bisschen in der Soße mit und geben einfach nochmal ein tolles Aroma und passen hinterher wunderbar zu dem Fleisch und zu den gebratenen Knödeln und dem Rotkohl. Gut. Jetzt werden wir das Ganze schön anrichten. Wir nehmen uns jetzt drei Stücke oder vier von unserer geschmorten Rehkeule. Nehmen wir mal die drei. Dann haben wir hier Scheiben von einem Knödel. Die haben wir ein bisschen in Butter nachgebraten. Da könnt ihr auch einen Knödel vom Vortag nehmen. Das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Legen wir schön als Beilage hier mit hin. Dann klassischerweise passt zu diesem Gericht sehr gut Rotkohl. Ihr könnt aber auch jede andere Beilage nehmen. Den Rotkohl, den kann man noch ein bisschen verfeinern, wenn man möchte. So, jetzt kommt das alles Entscheidende. Das ist nämlich die Soße. Dann geben wir erstmal unsere Backpflaumen hier oben drauf. Ein bisschen an die Seite ruhig auch. Und jetzt, das ist ganz wichtig, eine gute Portion von der Soße. Da braucht ihr nicht mit sparen. Da muss ordentlich Soße rein. Teller machen wir noch ein bisschen sauber. So, fertig ist der Weihnachts-Festtagsbraten.
Wir werden das Ganze jetzt probieren. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie einfach es ist, einen tollen Festtagsbraten für Weihnachten oder einfach mal so zwischendurch zu machen für einen schönen Sonntag. Hier habt ihr einmal die gebratenen Knödel, Rotkraut oder nicht Sauerkraut, sondern Rotkohl und dann den geschmorten Rehbraten mit Backflaumen und einer kräftigen Bratensoße. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar und vielleicht auch ein Abo. Macht's gut und ganz viel Weidmannsheil euch!